Ich habe mir jetzt schon mal wieder meine Kluft angezogen, frisches Wasser gemacht und mache jetzt mal in Ateliers Zimmer weiter. Hatte ich ja gestern schon so ein bisschen angefangen, aber mitnichten fertig bin ich. Deswegen, ich würde gerne mal da oben wischen. Ich denke, dass das auch so ein bisschen Staub sein könnte da oben. Das werde ich machen, werde hier alles abwischen. Dafür müssen wir sowas ein bisschen höher binden hier. Es wird meine Kluft nass. So. Die Regale alle einmal auswischen. Fragt sich nur, wie ich da hochkomme. Ich glaube, so geht's. Ganz da hinten komme ich, glaube ich, gar nicht hin, oder? Das wird schwierig. Da müsste ich da hochklettern. Ob mich das Bett aushält oder nicht? Nö. Mal mit dem Stuhl vielleicht. Warte mal. Mit dem Stuhl könnte das funktionieren. Ja, so ein bisschen, ne? Geht's nicht. Oh, ich glaube, das reicht. In die Zwischenräume komme ich nicht so richtig ran, leider. Mal gucken. Ich treffe dich! Ist ja auch nur Staub eigentlich. Jetzt seid ihr aber am Ende mit der Möglichkeit zu gucken, ne? So geht's, glaube ich, besser. Einmal Wischwasser. Fenster kann ich nur wischen, wenn ich das Bett wegziehe. Aber ich wische erstmal alles andere hier. Mit dem Fernseher. Trocken.
was, nicht so viel. Ne? Gut, gehen wir mal etwas nach unten. So.
kommt nicht hoch. So. Vielleicht den Schreibtisch mal so ein bisschen. Die ganzen Bilder, die wir mal vielleicht irgendwo anders hin tun könnten. Vielleicht mal hier so in die Ecke. So. Bisschen aus dem Weg. Da finde ich übrigens auch richtig gut, damit die Kinder diese kalte Wand nicht haben. Die hat meine Enkelin auch überall am Bett kleben. Richtig gut finde ich die. Ich wusste gar nicht, dass es sowas für Kinder gibt. Zeige ich euch gleich mal. Die kann man überall einkleben, richtig praktisch. So, jetzt ich erstmal meine Klamotten hier einsammeln. Kann ich nämlich da auch weitermachen. So, hat man jetzt die Bilder da gesehen? Oh Mann.